Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer 100 Baby Challenge. Wenn alles gut läuft, dann wird unsere Alena heute Einserschülerin, wir können sie erwachsen werden lassen. Und ihr Lieben, dann geht's los, dann kann die Lea endlich in den Ruhestand gehen, ihren Florent zum Leben zurückerwecken und ihn heiraten. Ob wir heute wirklich schon alles schaffen, das bezweifle ich, aber ich habe es vor und dann lasst uns doch direkt schauen, was heute alles möglich ist. So, da sind wir. Die Alene ist natürlich wieder nicht gut drauf. Wer hätte es auch anders gedacht? Sie geht jetzt aber was essen, denn sie hat ein Hüngerchen. Das ist so das Einzige eigentlich, was sie gerade an Bedürfnissen hat, obwohl sie immer noch dieses schlechte Gefühl im Magen hat, weil sie ja verwandelt wurde. So, wir haben jetzt wieder eine neue Butlerin, wie ich sehe. Was das ist, ne? Verstehe ich auch nicht. So, die Lea. Einfach sonnengebräunt, top durchtrainiert. Also... Die sieht aus, als würde sie in der Blüte ihres Lebens stehen. Und eigentlich werden wir sie jetzt bald zum Seniorenaltern lassen, ne? Das passt für mich gar nicht zusammen. So, sie möchte immer noch eine Kuhpflanze melken. Aber diese Kuhpflanze, ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Hier, unsere Plasmafruchtbäume sind auch eingegangen. Schade. Ah, ich hatte noch gesehen, wir gehen noch mal kurz hoch. Hier, das sind noch unsere Schnitterpflanzen und die sind ein bisschen vertrocknet. SMS-Notfall. Ich habe jemanden... Ach so, das. Warte auf eine Antwort. So. Der Heimo, der gießt hier mal die Pflanzen, denn die Schnitterblumen möchte ich gerne mitnehmen. Das ist mir doch sehr wichtig, dass wir die bei uns haben. So, und jetzt ist ihr übel. Okay. Sie scheint jetzt schon in den letzten Zügen der Verwandlung zu sein. Das heißt, sie kann denn kaum... Oder ist es wieder irgendwas anderes? Weil Essen furchtbar schmeckt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, ne? Aber das ist jetzt gleich in 11 Minuten weg. Ihre Hausaufgaben hat sie abgeschlossen. Das bedeutet, es wird funktionieren. Perfekt. Dann werden wir mal so lange vorspulen, bis die beiden zur Schule gehen. Ah, hier kann ich auch noch was verkaufen. Ich habe vorhin mal ein paar Früchte verkauft, denn ich habe für die Lea einen richtig schönen Ruhesitz gebaut. Freunde, für sie und den Florent. Dort werden wir sie dann einziehen lassen und ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass wir nicht genug Geld haben. Aber wir haben jetzt 350.000. Ich glaube, ihr Grundstück kostet 105.000. Was macht er jetzt? Er macht jetzt auch Sport? Was ist da los, Heimo? Jetzt will er plötzlich Sport machen. So, es geht los zur Schule. Die beiden hauen jetzt rein. Okay. Alena hat sich schon angezogen, fertig für die Schule und muss jetzt aber erstmal doch mal von ihrer Luftmatratze an Land schwimmen. Schön. Okay, die beiden sind weg. Lea, wollen wir in der Zwischenzeit schon mal dein Hochzeitskleid kaufen gehen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich hoffe nur, dass der Florent sich dann auch mal blicken lässt. Das wird ja noch mal ein bisschen schwierig, ne? Wir müssen dann quasi mit der Lea ausziehen. Oder lassen wir die... Wir lassen Heimo und Alene schon ausziehen. Dann bleibt die Lea noch kurz hier drin. Denn hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Florent... sich blicken lässt, ne? Ich weiß nicht, wenn wir den Florent mitnehmen aufs neue Grundstück und dorthin warten, bis er kommt, geht natürlich auch. So, wir kaufen jetzt erstmal das Hochzeitskleid. So, da ist sie, die Hübsche. Dann gucken wir doch mal, was wollen sie uns hier alles... Oh, hör mal. Oh, nee, jetzt hat die hier ihre Sonnenstreifen. Och, Lea, warum hast du dich nicht nackig? Oh, halt, stopp. Wir gehen noch mal kurz zurück. Wir machen hier natürlich ein zweites Outfit. So, wir hätten einmal das hier. So, dann... Oh, das ist natürlich sehr durchsichtig, ne? Das ist hinten auch sehr... Ach, ne. Einfach die Sonnenbrandstreifen. Schön. Warum hatten wir uns dann doch mal in die Sonne gelegt? Warum fand ich das eine gute Idee? Oh, das ist natürlich auch... Oh, okay. Gibt's aber nicht in ganz weiß. Nee, sehe ich sie nicht. Ich dachte, ich hätte ein paar mehr runtergeladen. So, aber wir müssen ja bedenken, sie wird ja zur Seniorin. Sie darf ja erst heiraten, wenn sie Seniorin ist. Und dann sieht sie ja ein bisschen anders. Das finde ich sehr schön. Ah, hier haben wir noch eins. Okay, dann gibt es hier den Klassiker. Finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Da müssen wir dann, glaube ich, nochmal gucken, wenn sie wirklich alt ist. Ne? Hier für den Winter. Perfekt. Ich nehme erstmal das hier. Und es könnte... Nee, ich fand es in diesem Elfenbeinfarben schon schöner. So, dann machen wir noch ein bisschen Schmuck dran. So, ich habe den Schmuck jetzt dezent gehalten, was aber auch mehr daran liegt, dass ich nicht so richtig Schönes gefunden habe. Sie hat hier einfach ein paar Hängeohrringe. So, und jetzt würde ich ihr noch ein bisschen Lippenstift geben.
So, und bei der Frisur gucken wir dann auch noch mal kurz, ob wir da was richtig Schönes haben. Ich weiß nicht, so offen. Wie verändert sie aussieht, oder mit offenen Haaren? Na gut, das passt jetzt nicht ganz. Aber so sieht sie doch nicht aus, oder? Krass. Wie anders sie einfach aussieht. Das ist nicht unsere Lea, Freunde. Aber hübsch, ne? Die ist so eine Hübsche. So haben wir doch irgendwas Hochgestecktes. Ich glaube, das passt dann doch eher zu ihr. Sonst ist sie ja ein vollkommen fremder Mensch, Leute. Hä, hey, sie sieht richtig verändert aus. Da, so kennen wir sie. Ich weiß nicht, sie... Als ob das ein ganz anderer Sim ist, ne? Komisch, war das nur die Frisur, die sie ausgemacht hat? Oh nee, das passt gar nicht. So, also ich habe mich jetzt für die Frisur entschieden. Hier hat sie hinten noch eine kleine Schleife. Das finde ich eigentlich ganz süß. Und es ist auch nicht so komplett anders als das, was wir vorher immer bei ihr hatten. So, und jetzt würde ich aber vielleicht noch die Augen machen. Das ist zu viel, das ist zu schwarz. So würde ich es jetzt erstmal lassen. Ich finde, sie sieht halt völlig verändert aus durch die Frisur, die sie nicht mehr hat. Weiß nicht, wie ist das unsere Lea, ne? Mit dieser Frisur. Die hat sie überall, ne? Ja, die habe ich hier einfach überall, habe ich nie verändert. Schön. Die hat sich so gut gehalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kinder wir jetzt schon mit ihr bekommen haben. Sind es 24? Irgendwie so in dem Dreh, ne? Ich bin gespannt, ob wir mit der Arlene genauso viel bekommen. Aber ich glaube, das wird einfach mit ihr schwieriger. Gut, wir haben jetzt nicht mehr die Probleme mit dem Geld. Aber es kommt jetzt hinzu, dass es Säuglinge gibt. Nee, wie heißen sie? Kleinkinder? Krabbel, diese Krabbelviecher meine ich. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das wird anstrengend. Und ich habe auch noch nicht so richtig rausgefunden, wie lange diese kleinen Krabbelviecher denn überhaupt, also wie lange die Altersstufe von denen ist. Und wie lange wir uns mit denen beschäftigen müssen. Das wird nochmal kritisch, Freunde. So, ich spule jetzt einfach vor. Wir können jetzt eh nicht viel anders machen. Sie macht einfach schon wieder Sport. Lea, wie willst du denn noch aussehen? Jetzt mal ernsthaft. Können wir schon was mit der Kuhpflanze machen? Ne. Warum ist denn unsere Butlerin kokett? Butlerin, was ist da los? Wir sind vergeben. Da brauchst du dir keine Mühe machen. So, Freunde, ich spule jetzt vor, bis die Kiddies kommen. Wir gucken mal kurz hier rein. Die Arlene, der geht's ja gar nicht gut, ne? Aber sie schafft's. Das goldene Häkchen ist da, Freunde. Wir kriegen's hin. Die Arlene, die wird zur Einserschülerin. Und es sieht jetzt so aus, als ob sich hier was tut. Vielleicht verwandelt sie sich nachher schon, weil das Symbol hier so blinkt. Dann ist sie wenigstens nicht mehr unwohl deswegen. Also sie wird schon noch was anderes finden. Aber sie muss ja dann auch nicht mehr auf Toilette. Das heißt, da kann dann auch nichts mehr passieren auf Klo. Da sind die beiden. Oh, ist sie kokett? Koketter Schultag. Du hast ein Kompliment von einem niedlichen Klassenkameraden bekommen. Tief verletzt. Jetzt passiert's, Freunde. Es passiert. Na endlich. Haben wir's geschafft. Ih, wie sieht sie aus? Oh mein Gott. Heimo, kommst du mal ganz schnell, wie sie aussieht? Oh mein Gott. Kann das mal bitte jemand wegmachen? Das ist ja ekelhaft. Da müssen wir aber unbedingt in den Cast, Freunde. Das geht ja so überhaupt nicht. Okay, jetzt ist sie wieder normal. Alles cool. Gut, aber sonst? Ah, sie ist jetzt angespannt, weil sie einen seltsamen Durst hat. Heimo, gib ihr mal ein paar Trinkpäckchen. Die Arlene braucht ein bisschen Spaß. Dann werde ich sie doch einfach mal hier vor den Fernseher stecken. Denn jetzt gibt es Kuchen. Wer rennt denn da hinten rum? Entschuldigung. Du bist doch unser Kind. Zückmund. Was ist passiert? Wovor hast du Angst? Warum hast du eine Mütze auf? Hier geschehen Dinge. Ich wollte eigentlich in den Kühlschrank gucken, ob wir da noch einen Kuchen hätten. Sonst hätte doch die Lea schon... Ah nee, wir haben einen Kuchen. Alles gut. So, ein letztes Mal in diesem Haus. Gibt es einen Geburtstag? Nein, Freunde, es gibt 3 Geburtstage. Denn wir werden die Lea jetzt auch noch altern lassen. Hier stehen jetzt nur 7 Tage, aber wir wissen, dass die schon längst überfällig ist, ne? Das waren schon lange mal 9 Tage und die 9 Tage, die sind ja schon seit Ewigkeiten um. So, ich würde mit der Arlene anfangen. Oder nee, wir nehmen den Heimo. Der Heimo fängt an. Happy Birthday. Oh, da wird sogar gefeiert. Das kennen wir ja auch nicht. So. Oh, er ist ein Musikliebhaber. Okay, also aktiv.
Ja, Hitzkopf, ne? Das ist, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Und ein Musikliebhaber. Und wir wollten hier aber erstmal die Vampir-Sache nehmen. Oh. Meistervampir. Das habe ich für ihn gesehen. Yay! Halt, es wird hier kein Stück Kuchen genommen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Ich hoffe, dass hier keiner jetzt was vom Kuchen abhaben möchte. Nee. So, als nächstes kommt die Alene dran. Die wird jetzt auch mal Kerzen auspusten. Und dann kommt die Lea. Happy Birthday! Mom, Lisa! Ach, wie schön, dass die beiden mitmachen, ne? Ja, gut, das reicht halt auch wieder, ne? So, oh. Och nee. Jetzt ist sie auch noch eine Chaotin. Och nee, Freunde. Na gut, immerhin ist das, immerhin hat sie ein gutes Merkmal bekommen, ne? Perfektionistin ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Und bei ihr wollten wir jetzt auf Familie gehen und Vampirfamilie. Dieser Sim möchte eine Vampirfamilie gründen. So, und jetzt kommt unsere liebe Lea. Einmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. So, Lea. Happy Birthday, du hast es geschafft. Lea ist älter geworden. Das Alter. Schrumpelige Bäuche. Schrumpelige Bäuche. Graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensemann nicht gleich um die Ecke. Da ist sie. Okay, jetzt zieh mal dein Hochzeitskleid. Ich will es nur mal gucken, ne? Ich will nur mal gucken, wie es aussieht. Halt, stopp. Aber ich finde, sie sieht trotzdem noch gut aus. Ich meine, sie hat ja jetzt auch diesen Bombenkörper dazu, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Doch, ich finde, das passt. Das können wir nehmen. Die beiden, die quatschen jetzt doch mal ein bisschen, ne? Über den neuen Lebensabschnitt. So, ich würde jetzt tatsächlich so lange vorspulen, bis der Florent kommt. Und so lange bleiben die beiden auch noch hier. Denn in der Zeit können die beiden noch ein bisschen lernen. Weil das wäre ja sonst vertane Zeit, wenn die denn da einfach nur rumhocken. Die Kuhpflanze ist groß, Freunde. Dann können wir da vielleicht noch was. Oh, dann kriegen wir das vielleicht auch noch hin. Perfekt. Dann muss ich jetzt nur jemand opfern. Also erstmal dürfen wir sie nicht füttern, sondern jemand muss den Kuchen nehmen. Und ich hoffe, dass unsere Butlerin das macht. Das wäre natürlich du. Das wäre natürlich perfekt. So, die Alene, die liest jetzt mal ein paar Vampirbücher. Florent, bitte komm. Wir haben hier noch einen Jan Falke. Ist ja nicht ein Vater. Haben wir einen vergessen aufzudecken? Wir haben den vergessen aufzudecken, den Jan Falke. Das ist der Vater von Alene und Heimo. Dann machen wir das doch noch schnell. Freunde, warum sagt ihr da nichts? Da haben wir das völlig vergessen. Aber habt ihr gesehen, wie viele Kinder der hat? Da müssen wir gleich noch mal reingucken. Das war ja doch ein bisschen viel, ne? So, Jan Falke, dann zeig doch mal, wie du aussiehst. Der ist aber sehr gruselig, ne? Also, die Zähne, igittigitt. Also, nee, den. Den hätte ich nicht genommen, ne? So, ich habe ihm jetzt mal überall was angezogen. Aber, nee, ne? Der macht mir ein bisschen Angst. So, aber, Jan, möchtest du nicht von unserer Kuhpflanze was essen? Also, da hätten wir einen schönen Kuchen im Angebot. Nee, ist noch nicht draußen, ne? Da müssen wir noch warten. Florent, bitte komm doch endlich. Ich mach diesen Part hier nicht aus, bevor wir dich, Florent, gesehen haben. So, die Kuhpflanze ist bereit, Freunde. Wir haben es jetzt mittlerweile schon Abend, fast Nacht. Und immerhin wäre jetzt die Kuhpflanze schon mal bereit, sodass die Lea, wenn jetzt irgendjemand sich, wer schwimmt denn hier durch unser Zimmer? Die Nora, die ist auch zwischenzeitlich gekommen. Und ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist, ne? Ne. So, könnte einer von unseren Gästen bitte diesen ganz appetitlichen Kuchen von der Pflanze essen? Guck mal, wir stellen alles andere Essen mal weg. Und der Florent, der hat sich immer noch nicht blicken lassen, ne? Das ist jetzt ein ganzer Tag vergangen und der war einfach noch nicht hier.
Obwohl wir jetzt um ihn getrauert haben. Schade. Aber der Florent, der kommt einfach nicht. Kommen die immer um Mitternacht zur Geisterstunde vielleicht? Das können wir jetzt noch abwarten. Das ist ja jetzt in der Stunde. Lea, du darfst hier nicht mehr so viel Sport machen. Mach jetzt ein Nickerchen. Du wirst hier sonst, Nee, ich möchte hier meinen Plan durchziehen, Freunde. Es darf vorher keiner sterben. Und jetzt vertun wir aber so viel Zeit, ne, durch das Warten. Och, nee, das habe ich mir anders vorgestellt. So, wir warten jetzt die Geisterstunde ab. Florent, bitte. Ja, da ist er, Freunde. Okay, also, halt, stopp. Wir müssen ihn zuallererst in unseren Haushalt einziehen lassen. Es verstößt jetzt gegen die Regeln, weil wir müssten zuerst... Ah, Freunde, jetzt habe ich Angst. Also, Alene und Heimo müssten ausziehen. Die sind unsere, also die Alene ist jetzt unsere zweite Generation. Sie müsste jetzt ausziehen und weg sein auf einem anderen Grundstück, damit wir den Florent zu uns holen können. Ich habe aber Angst, wenn wir jetzt das Grundstück verlassen, indem wir die beiden ausziehen lassen, dass der Florent dann wieder weg ist. Das heißt, ich werde jetzt diesen einen Regelverstoß machen. Ne? Seid mir da nicht böse. Aber ich warte hier nicht noch einen Tag. Ne? Das hat jetzt schon so lange gedauert. Es wird jetzt passieren, ich werde diesen Mann fragen, ob er bei uns einziehen möchte. Und das bedeutet aber nur, dass er bei Lea einziehen möchte. Zuerst mal gibt's einen Knutschi, okay? Lea, aufstehen, jetzt geht's los. Einmal ein Knutschi. Der Florent, na los, Lea. Der Florent ist da. Jetzt geht's los, wirklich, du darfst diesen Mann heiraten. Er war der Erste. Lea, deine erste große Liebe. Und du darfst jetzt endlich, du hast deinen Soll erfüllt. Du hast deine, weiß ich nicht wie viel, 20 Kinder bekommen. Und du darfst diesen Mann jetzt heiraten. Ey, ich hoffe, das funktioniert, ne? Wenn das nicht funktioniert, dann, dann bin ich traurig. Gibt's einen Knutschi? Nee, einen Knutschi. Kein Stress. Für den Knutschi. Jetzt gibt's einen Knutschi. Oh. Okay, die Umgebung ist vielleicht gerade nicht so cool für sie, weil sie hat hier Angst vor der Kuhpflanze. Aber ich möchte ihn ganz schnell fragen, ob er bei uns einzieht. In Haushalt einladen. Bitte, lass das geschehen. Und? Ja, ihr kommt zu uns, Freunde. Der Frog ist da. Yay! Okay, ich speichere jetzt mal ganz kurz. Es ist gespeichert. Es ist fix, Freunde. Wir haben es geschafft. Ja, dann lasse ich die beiden jetzt mal ganz schnell ausziehen, damit wir den restlichen Part mit der Lea noch zu einem guten Ende bringen können. So, ich gebe den beiden jetzt alles Geld mit, was bei der Lea vorhanden ist, weil sie kann ja noch ihr Grundstück verkaufen und alles. Ich hoffe, das reicht dann am Ende, dass wir denn da nicht doof dastehen. Aber ich glaube, mit dem ganzen Inventar und das Grundstück allein ist ja schon viel wert. So, wir wollten in die ganz neue Welt. Welches Grundstück hatten wir uns denn da hier hinten, ne? Das hier wollten wir haben. Das ist auch gerade leer, dann ziehen wir doch da einfach ein. Möbliert, ja. Was bedeutet das hier? Erdbebengebiet, das nehmen wir denn noch raus, ne? Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, dann ziehen die beiden dort ein. Okay, wir gehen jetzt erstmal mit. Schade. Da will ich dann im nächsten Part weitermachen. Das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder zurück zu Lea und werden mindestens den Florent wiederbeleben jetzt in der Folge. Wir gucken uns mal kurz das Haus an. Das ist doch süß. Da ist schon was fürs Kind bereit. Ah, es gibt nur eine Etage. Da müssen wir denn, da kümmern wir uns denn später drum, ne? Das ist ja hier groß, oder? Wie groß ist das Grundstück? Ah, nee, so groß ist es jetzt nicht, ne? Okay, machen wir uns beim nächsten Mal einen Plan. Jetzt geht's erst einmal zurück zu Lea und wir beleben den Florent wieder. Und dann müssen, ich hoffe, das funktioniert, weil er ist ja an Altersschwäche gestorben, ne? Sonst heiratet sie halt einen Geist. Dann ist es so. So, Freunde, ich würde jetzt zuallererst mal den Florent den Kuchen essen lassen. Denn er ist ja schon Geist, er kann ja quasi gar nicht sterben. Ha! So, und dann kann die Lea nämlich, ich hoffe, das funktioniert so, wie es im Internet stand, ne? So, du gibst mir jetzt aber bitte den Florent zurück. Stellt euch mal vor, der wäre jetzt weg.
Dann wäre die ganze Mühe hier umsonst. So, und jetzt? Wir können melken. Und das muss sie dann auch trinken, ne? Ich glaube, das muss sie dann auch trinken. So, Florent, geh mal beiseite, bitte. Vielleicht kannst du... Jetzt hat er diese Panik vor der Kuhpflanze. Och, nö. Ah, Freunde, ich glaub's ja nicht. So, und das müssen wir dann noch trinken. Wir müssen jetzt mal drauf achten, welches wir bekommen. Essenz des Stresses. Das hier muss dann einmal getrunken werden. Und ich hoffe, ehrlich, dass es jetzt so eine falsche Info war. Es ist nicht weg. Man hat mich verarscht. Das funktioniert gar nicht mit der Kuhpflanze. Na toll. Jetzt haben beide Angst vor der Kuhpflanze. Und ich habe kein Geld mehr. Och nö. Freunde, komm Lea, geh da weg. So, also, zuallererst werden wir dem Florent das Ambrosia geben. Da ist es. So, das packen wir mal an sein Inventar. Florent, er kann es essen. Jetzt geht's los, Freunde. Der Florent kommt zurück. Geht das? Funktioniert das? Bitte sag, dass es funktioniert, Florent. Ich möchte, dass du wieder zurück in mein Leben trittst. Und dass wir heiraten können. Und dass wir die letzten Jahre unseres Lebens noch... Oh, die Lea? Die ist ja gerade völlig neben der Spur, ne? Die ist ja komplett verängstigt. Angst in der Dunkelheit. Was ist es? Geht's los? Ja, lass den mal kurz in Ruhe. Guck mal, du kannst hier... Halt, stopp. Meine Güte. Jetzt stört hier uns hier auch noch. Mach mal ein bisschen Yoga. Ich glaube zwar nicht, dass es dir hilft, aber lass uns jetzt hier mal den Florent wiederbeleben. Das ist hier gerade sehr wichtig. Warum ist er denn so langsam? Beeil dich doch mal. Oh Gott. Irrationale Gefahr. Oh oh. Da, ich weiß nicht, ob das gut geht. Warum ist er jetzt nicht zurückgekommen? Es hat nicht funktioniert mit dem Ambrosia. Es hat nicht funktioniert. Ich bin richtig traurig. Ich bin wirklich traurig. Ich verstehe es nicht. Also, warum hat denn das Ambrosia jetzt nicht funktioniert? Ist es jetzt ein Bug, den wir hier haben? Oder geht es nicht, wenn ein Zimmer an Altersschwäche stirbt? Dass er dann wieder geholt werden kann. Also, und jetzt schreibt mir wirklich gerne mal in die Kommentare, ob wir hier cheaten wollen. Ob wir ihn jetzt einfach durch einen Cheat wieder zurückkriegen und die beiden dann heiraten lassen. Oder ob ihr das nicht so cool findet, wenn wir in diesem Let's Play cheaten. Aber ich meine, die beiden, die, also, das, darauf habe ich jetzt die ganze Zeit hingearbeitet. Das darf nicht wahr sein. Vor allem das Ding ist ja auch, es hat jetzt auch nicht funktioniert, dass Lea ihre Angst losgeworden ist. Das heißt, sie kann dann auch nicht mehr weiter die Pflanzen ernten. Und wir können dann auch kein Ambrosia mehr backen. Ich bin traurig. Ich bin sehr traurig. Ich wollte heiraten. Ich wollte, dass Lea endlich frei sein darf. Und dass sie mit der Liebe ihres Lebens die letzten Tage verbringt. Warum darf sie das nicht? Ha. Wir haben hier ein Angst-Adieu. Den kaufe ich mal, den Trank. Ah, okay. Mit dem Trank kriegen wir schon mal das weg. Das hätten wir also auch einfacher haben können. Na, immerhin. So, okay, immerhin hat das jetzt funktioniert, Freunde. Ach, Mann. Traurig. Jetzt haben wir das Ambrosia einfach verbraten. Na, toll. Och Mann. Ich bin jetzt wirklich enttäuscht, dass der Florent nicht zum Leben zurückerweckt wurde. Ich werde jetzt gleich nochmal recherchieren, ob das Ambrosia wirklich nicht wirkt. Angst vor dem Lebensende. Nee, ich recherchiere jetzt nochmal und ihr schreibt mir gern in die Kommentare, ob es für euch in Ordnung wäre, wenn wir hier cheaten. Dass wir den Florent durch einen Cheat wieder zurück zum Leben kriegen und dass die beiden dann doch noch heiraten können. Weil das war ja die ganze Zeit unsere Mission. Das wollten wir schon die ganze Zeit machen, ne? Und dass uns das jetzt verwehrt bleibt, weil das hier nicht vom Spiel her funktioniert, das macht mich echt traurig. Das macht mich wirklich traurig. Florent, ich wollte doch nur dich haben. Also,
Ich werde den Part jetzt an der Stelle beenden. Ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.